Herzlich willkommen auch von mir. Ich habe sozusagen die Ehre, den zweiten Teil zu übernehmen und über die praktische Umsetzung zu sprechen. Und Sie haben ja schon sehr viel gehört. Ich finde das ganz wichtig, wie ich sozusagen noch in Ihren Schuhen gesteckt bin, war das alles nicht so in der Art kommuniziert. Und deswegen freue ich mich besonders, dass das heute stattfindet. In der ersten Folie soll veranschaulichen, dass wir sehr wohl wissen, in welchen Schuhen Sie sind, wie es Ihnen geht, dass sehr viele Anforderungen an Sie gleichzeitig gestellt werden. Und deswegen versuchen wir Ihnen auch Tipps zu geben, wie Sie sozusagen in Ihren Schuhen diese Diplomarbeit auch gut schaffen. Was unterscheidet sozusagen das Studium Humanmedizin von anderen Studienplänen? Oft ist es so, dass man fertig ist mit allen Prüfungen und dann kann man sich auf die Diplomarbeit konzentrieren. Bei uns, wie alle wissen, ist es anders. Es entstehen immer wieder mal Lücken, Möglichkeiten, Abschnitte, vorgegebene Abschnitte, wo Sie auch Zeit haben, sich um die Diplomarbeit zu kümmern. Insgesamt sozusagen werden Sie immer wieder Kapazitäten haben und es gilt, diese Kapazitäten so zu nutzen, dass Sie zeitgerecht zur SIP 6 sozusagen abschließen können. Das ist eine Folie, die den Forschungsprozess darstellt. Nicht? Sie haben eine Forschungsfrage, Sie haben ein Ziel, das Sie mit der Beantwortung dieser Forschungsfrage erreichen wollen. Dazu brauchen Sie eine Hypothese, Sie müssen eine Methode wählen, wie Sie diese Hypothese überprüfen. Sie bekommen Ergebnisse, diese Ergebnisse müssen Sie interpretieren können und dann sozusagen müssen Sie diese Ergebnisse und die Interpretation einreihen in dem, was schon da ist, woraus sich dann wieder neue Forschungsfragen ergeben. Insgesamt, da wurde schon oft hingewiesen, es ist alles da. Ja? Also die Informationen zur Diplomarbeit, die finden Sie auf der Homepage. Dorthin schauen immer wieder, wenn etwas unklar ist, ist der erste Schritt als Tipp, dort nachzuschauen. In der Regel ist es dort aufgeschrieben. Sinn und Zweck der nächsten halben Stunde ist Ihnen Tipps zu geben, wie Sie in diesen Teilabschnitten effizient handeln können. Und das Erste ist, auch wenn man sich manchmal wie eine Schnecke fühlt und sich denkt, jetzt habe ich das immer noch nicht oder das fehlt noch, das wirkt irgendwie so, als könnte ich das nicht überwinden, nicht verzagen, sondern dabei bleiben. Und das Erste ist sozusagen dieses Do not lose track, also immer wieder etwas für die Diplomarbeit machen, immer wieder vergegenwärtigen, wo stehe ich jetzt, was ist der nächste Schritt, was liegt noch vor mir, sozusagen diesen Forschungsprozess im Auge behalten und immer sich überlegen, wo stehe ich, was ist das Nächste, was ich tun kann. Der Fahrplan für die nächste halbe Stunde ist eben, ich sehe das hier nicht, genau, diese Vergegenwärtigung Moment, ich mache das noch so. Ich habe es versucht aufzuteilen in unterschiedliche Arbeitsschritte. Das erste ist von der Idee Thema Betreuerin Anmeldung, ein Schritt, den viele von Ihnen eigentlich jetzt schon erledigt haben. Dann es gibt sozusagen den Datensatz, man muss die Diplomarbeit schreiben und man hat administrative Tätigkeiten auch zu erfüllen. Und wenn man ganz grob schauen will, was kommt da ungefähr auf mich zu, dann haben wir es eingeteilt in ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Alles, was ich sage, sind nicht Allgemeingültigkeiten, sondern Erfahrungswerte. Natürlich kann sich das auch unterscheiden. Und dann, und das darf man nicht vergessen, selbst wenn man die Diplomarbeit beendet hat und sie fertig geschrieben hat und abgegeben, dann ist es noch nicht fertig. Dann steht sozusagen noch unsere Arbeit, die Beurteilung, die Einreichung, die Anmeldung zur Defensio. Das ist sozusagen auch noch zu tun und das wird oft vergessen. Und dass Sie das nicht tun, wollen wir darauf hinweisen. Erster Arbeitsschritt, von welcher Seite man sich sozusagen dem Diplomarbeitsthema nähert, ist unterschiedlich. Manche wissen schon ganz genau, sie wollen unbedingt in die Immunologie gehen und sie haben ein Paper, das ihnen irrsinnig gut gefällt und jetzt suchen sie jemanden, der sie für diese Idee, die sie schon selber hatten, betreut. Sehr viele sozusagen gehen über die Themenbörse. Das eine ist nicht besser als das andere, nur es sind schon Schritte geleistet worden. Was ist hier ein wichtiger Tipp? Überlegen Sie sich auch strategisch, was ist das Ziel meiner Diplomarbeit? Wenn Sie schon immer wissen, dass Sie in die Forschung gehen wollen, dann werden Sie ein anderes Thema wählen, wie wenn Sie sagen, okay, es ist wichtig, dass ich als Arzt, dass ich als Ärztin Wissenschaft kann, dass ich Evidenz lesen kann, dass ich das verstehe, dass ich weiß, wie Studien funktionieren, aber dann möchte ich eigentlich mit der Universität nichts mehr zu tun haben, dann möchte ich sozusagen rein in die Klinik gehen. Das ist eine strategische Überlegung, weil je nachdem sozusagen kann man sich auch überlegen, welches Thema wähle ich und wie gehe ich das an.
Umgekehrt ist natürlich, ich habe schon eine Vermutung, was könnte die Lösung sein und was will ich darstellen, Vorsicht sozusagen wieder an diesen Forschungsprozess denken. Auch etwas, das man sich im Vorfeld überlegen müsste, ist, man hat ein Ziel einer Arbeit, man möchte irgendwie etwas darstellen, man vermutet vielleicht schon einen Zusammenhang, aber man muss eigentlich sozusagen eine Hypothese aufstellen, nicht? Und das wird oft verwechselt in der Formulierung, ich möchte irgendetwas schreiben über Lifestyle und Herzinfarkt. Ja, das ist sehr schwammig, nicht? Da gibt es sehr viel. Also aufpassen sozusagen, was ist die genaue Hypothese wie ist die formuliert. Das nächste ist, also zu diesem Thema gibt es auf der Homepage ebenfalls alle Unterlagen, die Themenwahl, das ist auf der einen Seite eben selbstbestimmt mit Zustimmung der Betreuerin oder über die Themenbörse. Natürlich soll es den medizinischen Bereich betreffen und Sie können das sozusagen alleine schreiben oder auch gemeinsam, wie schon oft dargestellt. Das nächste ist etwas über das Betreuungsverhältnis. Wir haben es heute schon oft erklärt. Beide Partner, Partnerinnen in diesem Verhältnis haben Rechte und Pflichten, sowohl die Diplomandinnen als auch die Betreuerinnen. Ihre Rechten und Pflichten sind hier angeführt. Sie müssen sich anmelden. Sie müssen den Projektplan im Rahmen von SSM3 präsentieren. Sie geben dann ihr Thema bekannt, nämlich ihr Diplomarbeitsthema, und sie müssen nach Good Clinical Practice handeln. Hier steht auch extra Ethik, also auch sozusagen für das Einreichen bei der Ethikkommission, die Vorbereitung der Unterlagen, sind auch Sie verantwortlich. Natürlich stehen wir als Betreuerinnen hier zur Verfügung. Sie müssen zeigen, dass Sie sich mit internationaler Fachliteratur auseinandersetzen können, auch etwas ganz Wichtiges für Ihren späteren Beruf. Sie müssen adäquate Methoden wählen, die Studiendurchführung und den Fortschritt der Arbeit auch dokumentieren. Das finde ich ist auch ein wichtiger Tipp, dass Sie wirklich von Anfang an eine Art Protokoll, oder nicht eine Art, sondern ein Protokoll führen, was Ihren Arbeitsfortschritt betrifft. Erstens einmal, weil es dann das Schreiben schon erleichtert, wenn Sie sehen, aha, wie bin ich davor gegangen. Und das andere auch sozusagen als Dokumentation Ihrer Leistung. Immer wieder mal gibt es Komplikationen und Sie haben sozusagen von Anfang an gezeigt, dass Sie engagiert waren. Und Sie müssen bei der Defensio also Ihre Diplomarbeit auch verteidigen. Auch wir haben Rechte und Pflichten. Das erste ist, wir müssen sie melden und wir müssen den Zeitaufwand im Überblick behalten. Das finde ich ist ganz wesentlich. Man kann sozusagen nicht ein PhD-Projekt als Diplomarbeit ausschreiben. Und auch umgekehrt, wir sind verantwortlich für die Qualität. Das heißt, es muss so sein, dass die Anforderung einer Diplomarbeit gerecht wird und weder zu niedrig noch zu hoch ist. Das ist sozusagen unsere Frage. Welche sind jetzt die letzten? Bei vielen Studien sagt der Betreuer die Auswertung, ist das jetzt die jetzige Frage? Wird vom Statistiker vorgenommen? Das war schon, okay, weil irgendeine Frage ist jetzt gekommen, aber ich sehe nicht welche. Wenn man ein anderes Diplomarbeitsthema hat als das Thema bei der SSM3-Projektstudie, muss man dann den Projektplan der Diplomarbeit noch einmal präsentieren? Nein, das müssen Sie nicht. Sie müssen es nicht noch einmal präsentieren. Stimmt, gell? Gut. Wir sind wichtig, Anleitung, Hilfestellung, den Projektplan, der muss auch vidiert werden, das wurde heute schon öfter gesagt, das ist auch eine Art Vertrag zwischen der Betreuerin und der Diplomandin, dass man sagt, okay, das ist der Umfang der Arbeit. Ja? Für das Ethikvotum sind auch die Betreuerinnen verantwortlich. Falls sozusagen finanzielle Mittel notwendig sind, ist es eindeutig unsere Verantwortung. Unterstützung bei Termin- und Prüfversuche für die Defensio und auch sozusagen die Leitung der Defensio. Ganz wichtig, das ist ein Betreuungsverhältnis, das man auch kritisch hinterfragen muss, wenn man unzufrieden ist. Und hier der Tipp, rechtzeitig Maßnahmen setzen. Wenn Sie das Gefühl haben, aus welchen Gründen auch immer, dass Sie nicht gut betreut sind dann und den Eindruck haben, das könnte schwierig sein, entweder versuchen Sie es zu lösen oder wechseln Sie eben rechtzeitig. Das eine ist, Sie können, und das andere ist, dass Sie Betreuung auch einfordern können. Sie können auch sagen, ich möchte Sie gerne öfter treffen oder ich würde Ihnen gerne immer wieder mal schreiben, meinen Arbeitsfortschritt kommunizieren, also sozusagen, dass Sie da auf diese Kommunikation bestehen. Sie können sich auch Feedback einholen und sagen, können Sie mal sagen, wie finden Sie meinen Arbeitsfortschritt bis jetzt? Das sind alles wichtige Informationen, um sozusagen die eigene Leistung auch einordnen zu können. Gut, sozusagen jetzt sind Sie auch schon angemeldet zur Projektstudie. Das ist sicher der größte Teil, der Ihnen jetzt bevorsteht. Die Projektstudie nimmt ganz einen wesentlichen Teil im Diplomarbeitsprozess ein.
auch wenn sie Diplomarbeitsthema wechseln, weil sie sozusagen die Projektstudie, sage ich immer, ist die Mini-Version der Diplomarbeit. Ja? Viele Arbeitsprozesse, die diesen Forschungsprozess betreffen und die sie im Rahmen der Diplomarbeit vor sich haben, sind in der Projektstudie schon geschrieben. Theoretisch können Sie sagen, wenn Sie eine sehr gute Projektstudie haben und dann die Diplomarbeit durchführen, brauchen Sie nur mehr die Ergebnisse einfügen, die Einleitung modifizieren und die Diskussion schreiben. Nicht? Also sozusagen sehen Sie es wirklich als gutes Gerüst Ihrer Diplomarbeit und etwas, wo Sie sich auch anhalten können. Genau, ein guter Projektplan ist die halbe Diplomarbeit und das wurde heute eh schon öfter gesagt, das ist eine Vereinbarung zwischen Betreuerin und Diplomandin zu Gegenstand, Umfang und Dauer. Gut, wir nehmen an, Sie haben eine Idee gehabt, Sie haben daraus eine Hypothese formuliert, ein Thema gefunden, eine Betreuerin, Sie sind angemeldet, Sie haben die Projektstudie präsentiert und jetzt können Sie mit dem Datensatz beginnen. Der Datensatz ist das Herzstück Ihrer Arbeit. Das ist das, womit Sie Ihre Hypothese überprüfen und was den Datensatz betrifft, darf absolut keine Schlamperei passieren. Ja, das ist wirklich so, dass Sie gewissenhaft und sorgfältig vorgehen. Überlegen Sie sich auch, bevor Sie diese Daten erheben, wie ist der Zugang zu diesen Daten? Gibt es diese Daten überhaupt nicht? Man kann die beste Hypothese aus der Literatur heraussuchen, dann muss man in irgendein Kammerl gehen, dort eine alte Papiermappe heraussuchen und dann findet man den Parameter nur in 1 von 10 Fällen. Nicht? Das ist schade. Dann haben Sie sich sehr viel überlegt zu Ihrer Projektstudie, aber der Zugang zu den Daten bzw. das Vorhandensein der Daten ist nicht gegeben. Es ist auch die Frage der Qualität der Daten. Wie wurden die erhoben? Ist es zum Beispiel der Hüftumfang? Dann wird der immer von jemand anderem gemessen. Nicht, dass er sehr biasanfällig. Da muss man sich das auch sozusagen im Vorfeld durchdenken. Und das nächste sozusagen ist, bevor Sie überhaupt beginnen, Daten einzugeben, braucht es ein Ethikvotum. Das wurde auch schon mehrmals gesagt, bei Tierversuchen eine Tierversuchsbewilligung oder eine Rücksprache auch mit der Datenschutzkommission. Die Daten erheben, die Daten eingeben und auch die Daten beurteilen, dahingehend, um zu sagen, gut, das ist jetzt wirklich ein Datensatz, mit dem kann ich arbeiten, mit dem kann ich tatsächlich meine Hypothesen überprüfen und auch den Datensatz immer kontrollieren. Da denkt man, oft ist es so, dass der letzte Parameter wird eingegeben und dann freut man sich schon, dass man es rechnen kann. Nein, noch einmal Bremse ziehen, alles durchgehen, kontrollieren, weil wenn dort ein Fehler ist, nicht, dann verfälscht es Ihre ganzen Ergebnisse. Und auch hier als praktischer Tipp, gerade in der Datensuche, Datenerhebung, tun Sie ein Protokoll führen. Ja, Sie glauben sicher, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, dass ich in diesem Kammerl gesessen bin und Papiermappen gesucht habe und was ich mir dabei alles gedacht habe, fehlt die Einheit oder es ist in einer falschen Spalte oder sonst irgendwas. Daran erinnern Sie sich dann nicht mehr. Ja? Schreiben Sie wirklich auf, das ist mir aufgefallen beim Datenerheben, hier könnte es Unstimmigkeiten geben, weil das brauchen Sie dann später auch zum Schreiben. Gut. Laut Ethikantrag müssen wir 20 Euro pro Proband als Aufwandsentschädigung bezahlen. Wo kann ich hierfür finanzielle Unterstützung beantragen? Das sozusagen ist etwas, was eindeutig Ihre Betreuerin als Zuständigkeit hat, nicht in der Regel versucht man über Drittmittel oder sonstige Förderungen hierfür ein Geld aufzutreiben. Auf keinen Fall tun Sie es irgendwie selber bezahlen. Okay? Gibt es Vorgaben für Layout, Schriftgröße und so weiter bei der Projektstudie? Also für die Projektstudie selber gibt es direkt keine Vorlage, aber es gibt sehr viele Vorlagen für die Diplomarbeit und sozusagen von der Schriftgröße und vom Aufbau können Sie sich da orientieren. Wieso wird in vielen Fällen schon vor Erhalt eines Ethikvotums mit der Datenerhebung begonnen? Das weiß ich, das wissen leider viele, aber es ist absolut unethisch. Ja? Also wenn das so ist, dann machen Sie darauf aufmerksam, erst wenn ein positives Ethikvotum vorliegt, nämlich ein tatsächlich positives, nicht nur ein nicht abgelehntes und Sie müssen noch dieses und jenes nachreichen, sondern tatsächlich nur, wenn ein positives Ethikvotum vorhanden ist, dürfen Sie mit der Dateneingabe beginnen. Leider gibt es da oft sozusagen, ich weiß, dass es oft umgekehrt ist, aber bitte tun Sie das nicht. Ja? Gut. Und da hat man alle beantwortet. Also gut, Sie haben einen hervorragenden Datensatz, Sie haben den kontrolliert, Sie wissen, nach bestem Wissen und Gewissen ist es ausgefüllt Sie haben sozusagen auch gerechnet und Ergebnisse. Jetzt geht es ums Schreiben.
Und das ist oft ein Satz, den ich oft höre, ja, jetzt muss ich es nur mehr schreiben. Nicht? Und irgendwann wird das, jetzt muss ich es nur mehr schreiben, ganz groß. Zu diesem Zeitpunkt, wo Sie in dieser Situation sind, können Sie auf viele Ressourcen zurückgreifen, sodass es für Sie leichter ist anzufangen. Das erste ist dieses You are not alone. Es gibt auf der Homepage sehr viel schon Vorlagen, Unterstützung, Anregungen, wie das aufgebaut sein muss. Ich sage da immer, nehmen Sie sich das Deckblatt, tun Sie es ausfüllen und nach 5 Minuten haben Sie schon die erste Seite Ihrer Diplomarbeit geschrieben. Nicht? Also es gibt wirklich viel Anhaltspunkte, wo man schon ein Gerüst herleben kann. Das andere ist dieses Do not lose track. Also bleiben Sie immer mit Ihrer Diplomarbeitsbetreuerin, Ihrem Betreuer in Kontakt. Wenn Sie irgendwie sich länger nicht gemeldet haben und das alles ein großes Ding wird, lassen Sie das nicht zu, schreiben Sie hin, ich fange jetzt an zu schreiben, gibt es irgendwelche Tipps, also bleiben Sie sozusagen in Kontakt. Das nächste ist, Sie fangen ja nicht im Leeren an, sondern Sie haben schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Das erste ist Ihre Projektstudie. Die nehmen Sie her und schauen sich an, aha, wie habe ich denn das geplant und wo passen jetzt diese Ergebnisse hinein. Und im besten Fall haben Sie auch ein Protokoll der Dateneingabe, wo Sie schon geschrieben haben, wie Sie vorgegangen sind beim Datenerheben. Und auch das ist ganz ein wesentlicher Teil der Diplomarbeit, weil es muss ja nachvollziehbar sein, wie Sie zu Ihren Daten gekommen sind. Bezüglich der Finanzierung, wie sieht es mit dem SPSS-Programm aus? Darf man diese 30 Euro der Arbeitsgruppe verrechnen? Also ich glaube, darf man schon nicht. Also wenn man sagt, okay, wir wollen, dass unsere Studierenden hier Zugang haben. Mich hat jetzt noch niemand gefragt, aber ich würde auf diese Frage auch nicht unabgeneigt reagieren. Also probieren Sie es einmal bei Ihrer Betreuerin oder bei Ihrem Betreuer. Gut. Das Diplomarbeit schreiben ist eben dieses, bevor man beginnt, wie soll man beginnen und wie ist Reihenfolge und Aufbau. Ich sage immer, das ist so eine Art Settle the Nest, nicht? Also man hat so ein Bild von seinem Arbeitsplatz im Kopf. Das erste ist ein Statistikprogramm besorgen, das haben Sie schon gesagt. Sie sind auch, glaube ich, gut informiert, wie man an der Uni zu einem guten Statistikprogramm kommt. Das nächste ist die technische Ausrüstung. Das haben Sie hoffentlich eh schon vorgemacht im Rahmen der Dateneingabe, aber sozusagen zu kontrollieren, ob mein Computer genug Speicherplatz hat für dieses Projekt, das jetzt vorher ansteht. Nicht, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Und auch sich um ein Zitierprogramm rechtzeitig zu kümmern. Es gibt nichts Mühsameres, wie wenn man mitten im Arbeitsprozess ist und man denkt sich, ah, die Studie, das merke ich mir eh und das merke ich mir auch und dann durch das irgendwie mit irgendwelchen Nachnamen abspeichern und am Schluss findet man nichts mehr. Das heißt wirklich auch jetzt schon im Rahmen der Projektstudie ein Zitierprogramm besorgen. Da gibt es unterschiedliche, es gibt auch also Open-Zitierprogramme, die recht gut sind. Tun Sie sich da ein bisschen einlesen, schauen Sie, mit welchem Sie gut zurechtkommen und verwenden Sie es von Anfang an. Wie soll man jetzt beginnen? Man hat also, Sie haben Ihre Unterstützung, Ihr Protokoll, Ihre Protokollstudie, der Computer ist aufgesetzt und Sie haben die Ergebnisse. Sie nehmen sich die Vorlage für den Aufbau her und das sozusagen ist auch von der Homepage abgenommen. Wie würden Sie beginnen zu schreiben? In welchem Kapitel? Wer ist für Einleitung? Oder für etwas anderes? Wer fängt mit der Discussion an? Niemand. Okay, gut. Also, alles, was ich jetzt sage, ist nur Tipp. Ja, da gibt es kein richtig oder falsch. Und es kommt doch nicht die Diplomarbeitspolizei und sagt, das stimmt nicht, Sie haben im falschen Kapitel angefangen. Ja. Aber ein guter Ansatz, denke ich, wenn man wieder in diesem schrittweise und effizient vorgehen möchte, dass man sich noch einmal vergegenwärtigt, was war meine Fragestellung, ja? Und was war die Zielsetzung dieser Arbeit. Also was ist meine Frage, wie lautet meine genaue Hypothese und was ist das Ziel meiner Arbeit. Wenn Sie das wirklich noch einmal sozusagen die Hypothese hinschreiben, das Ziel hinschreiben und die Fragestellung ausformulieren. Warum ist das so wichtig? Weil oft verliert man, wenn man im Schreibprozess drinnen ist, den Fokus. Und Sie sollen nicht eine extra Runde drehen, sondern Sie sollen diese Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, optimal nutzen. Gut, Sie haben das formuliert, zusammengefasst. Auch jetzt kommt nicht die Einleitung, sondern als Tipp die Resultate.
Also Sie formulieren eine Hypothese, Sie formulieren die Fragestellung aus und dann schreiben Sie Ihre Resultate hin. Die Hypothese H0 wurde verworfen, wurde behalten. Nicht? Was ist das Ergebnis? Was ist rausgekommen überhaupt? Dann haben Sie schon zwei Puzzlesteine, die ineinander sozusagen greifen. Als nächster Schritt würde ich empfehlen, mit Material und Methoden als nächstes Kapitel würde ich mit Material und Methoden anfangen oder ergänzen. Sie haben eine Frage, Sie haben eine Antwort und Sie zeigen den Leserinnen und Lesern, wie Sie dorthin gekommen sind. Das Kapitel Material und Methoden wird oft wirklich mit einer Art Kochrezept, nicht? Man sagt dazu, es wurden so und so viele Probandinnen in diesem Alter, in diesem Setting angesprochen. Dann wurden sie gebeten, mitzumachen. Dann hat man diesen und jenen Parameter erhoben. Dieser Parameter wurde mit diesem und jenem Kit gemacht. Der Hüft- und Bauchumfang wurde von XY nicht, sozusagen, dass das alles wirklich nachvollziehbar ist. Warum? Wenn Sie Ihr Ergebnis muss ja sozusagen auch nachgekocht werden können, nicht? Ihr Ergebnis ist wenig wert oder weniger wert, wenn jemand anderer genau das Gleiche machen will und er findet überhaupt nicht das, was Sie gemacht haben. Wir wollen ja transparent arbeiten, wir wollen sozusagen das, was man weiß, was der Herr Professor Zlabinger schon angesprochen hat, das wollen wir auch zur Verfügung stellen. Und da muss man genau erklären, was passiert ist. Auch hier wieder kann man das Protokoll zur Hand nehmen, weil Sie haben ja ganz genau mitgeschrieben, was Sie gemacht haben. Und auch dort schreiben Sie hinein, es wurde dieser Parameter aus jener Papiermappe in jedem Kammerl erhoben. Ja? Sozusagen, dass es nachvollziehbar ist. Also Sie haben genau erklärt, was Sie getan haben. Sie haben erklärt, was herausgekommen ist. Und jetzt sozusagen geht es darum, den Leser oder die Leserin hinzuführen, warum das wichtig ist, dass man das wissen muss. Okay? Denken Sie dran, nicht jeder ist zu diesem Zeitpunkt so gut eingelesen und so eine Expertin in ihrem Thema wie Sie selbst. Sie schreiben diese Diplomarbeit sozusagen für die Allgemeinheit. Das heißt, es muss nachvollziehbar sein, warum man das überhaupt wissen muss. Und ich vergleiche das immer mit einem Trichter. Sozusagen Sie fangen an mit allgemeinem Wissen. Nehmen wir an, Sie schreiben über Übergewicht und Herzinfarkt. Dann kann man sagen, die Menschen, die an Übergewicht leiden, werden immer mehr. Und auch die Herzinfarktrate wird immer mehr. Spezielleres Wissen wäre, vor allem Männer im Alter von 50 bis 60 sind hiervon betroffen. Fancy Wissen ist, Männer im Alter von 50 bis 60 Jahre alt im Bezirk Donaustadt, vor allem im Winter, nicht? Also es wird immer näher hingegangen. Was man sich aber noch nicht angeschaut hat, ist, wie hängt das zusammen mit der Temperatur. Ja? Anhand dieses Trichters muss ich hingeleitet werden als Leserin, dass ich den Eindruck habe, aha, das weiß man noch nicht, das würde ich aber gerne wissen. Und aus dieser Hinleitung kommt sozusagen, wird Ihre Fragestellung erarbeitet. Und noch einmal zur Veranstaltung, zur Veranschaulichung. Sie beschreiben im Hintergrundteil die Puzzlestücke, die es schon gibt, um die Leserin dorthin zu führen, welcher Teil hier noch fehlt. Und der Teil, der hier noch fehlt, das ist Ihre Fragestellung und Ihre Antwort. Gut, also als Leserin kann ich das jetzt nachvollziehen. Ich finde, das ist wichtig, dass man das wissen muss. Ich weiß sozusagen, was Sie gemacht haben und ich kenne jetzt die Antwort. Das nächste Kapitel wäre die Discussion. Ich weiß die Antwort, na gut, das Puzzle ist von mir, es gibt ein neues Resultat in der allgemeinen Wahrheit und was mache ich jetzt mit dem? Nicht? Und das ist der Discussion-Teil. Ist auch das, wo man erkennt, sozusagen, wie Sie Ihr eigenes Ergebnis einordnen. Gut, den Discussion-Teil anzufangen, ist noch einmal in eigenen Worten zu schreiben, was das Ergebnis ist. Im Vorfeld haben Sie nur ein Result. Die Hypothese ist stimmt oder stimmt nicht, ja? Wird verworfen oder nicht. Und in der Discussion schreiben Sie noch einmal, übersetzen Sie diese Ablehnung oder Annahme der Hypothese in eigene Worte. In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass es einen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen dem Hüftumfang und der Lebenszufriedenheit. Ja?
Das ist sozusagen, so fangen Sie an. Wie reiht sich das Ergebnis in die vorhandene Literatur ein? Konnten Sie das erwarten? Haben Sie das schon aus anderen Studien gesehen, wie Sie sich mit dem beschäftigt haben? Sie schauen jetzt, wie passt dieses Puzzlestück in das, was schon da ist, hinein. Passt das gut, passt das nicht gut? Hat man erwartet, hat man eh gewusst. Ja? Trotzdem, ich konnte es noch einmal bestätigen, dass es so ist. Was hätte man anders machen können, was hätte man besser machen können? Auch hier haben Sie schon sehr viele Unterlagen und wieder Ihr Protokoll. Wenn Sie dort können Sie hineinschreiben, leider habe ich diesen Parameter nur bei einem von 10 erheben können, oder es ist anzunehmen, dass bei Messungen des Gewichts Schwankungen sind, je nach Waage, je nach Kleidung etc. Nicht? Das sind alles Dinge, die Sie dort ansprechen können, weil Sie auch transparent sein wollen. Sie wollen ja nicht sozusagen ein Ergebnis vorgaukeln und sagen, das ist das beste Ergebnis, das es jemals gibt, sondern Sie sind ja bereit, in Diskussion zu treten. Deswegen heißt das auch so, um auch Ihre eigenen Ergebnisse kritisch zu betrachten. Denn das ist auch ein Merkmal oder ein Qualitätsmerkmal Ihrer Ausbildung, dass Sie Ihr eigenes Ergebnis kritisch einordnen und bewerten können. Was bedeutet dieses Ergebnis? Auch wichtig. Hat es eine Relevanz? Das ist in diesem Forschungszyklus diese Einordnung in die Realität. Und was ist aufgrund des Ergebnisses weiter zu untersuchen? Und das ist ganz eine wichtige Fragestellung. Dann kann man sagen, ja, also ich habe dieses Puzzle jetzt, das schaut jetzt so aus, das passt ein bisschen hinein. Aber was ergibt sich jetzt daraus? Das ist eine sehr interessante Frage, nicht? Was würden Sie jetzt machen? Jetzt sind Sie gut eingelesen, jetzt sind Sie eine Expertin. Was würden Sie mit dem jetzt machen? Das ist übrigens auch eine Frage, die oft bei der Defensio gestellt wird. Gut, also, Sie haben hingeführt, wir wissen jetzt, wie sich das einreiht, und ganz am Schluss empfehle ich immer erst, die Einleitung zu schreiben. Warum? Weil die Einleitung eine kurze sozusagen Hinführung für die Leserinnen ist, warum das Thema relevant ist. Immer mehr Menschen erkranken an einem Herzinfarkt. Die westliche Welt spricht von einer Epidemie der koronaren Herzerkrankungen. Jährlich entstehen so viele Kosten. In Wien ist dies so und so. Und dann kommt sozusagen schon der Hintergrund, nicht? Introduction, Background. All das müssen Sie auch zusammenfassen in Form eines Abstracts. Sie sind sicher gut vertraut mit Abstracts. Natürlich hier wieder beachten, das muss super kurz sein. Ja? Es sind ausschließlich Fakten berichten. Hier werden Sie nie ein Zitat finden, und Sie schreiben völlig emotionslos das Ergebnis hin. Ja, man muss, so wie Sie es jetzt von der Literaturrecherche kennen, einfach von Ihrem Abstract sofort sehen, die ganze Arbeit auf einen Blick. Und wieder, um dem zurückzukommen, man kann sich ungefähr vorstellen, pro Forschungsprozess, Punkt, also Station, ein Satz. Ja? Und das soll sozusagen nicht mehr als eine viertelhalbe Seite übersteigen. Und das bitte in Deutsch und in Englisch. Gut, jetzt haben Sie gut geschrieben. Jetzt geht es um die Verzeichnisse. Nein, es ist immer noch nicht vorbei. Jetzt geht es wirklich sozusagen um die Sorgfalt, um aufzuzeigen, auf was beziehe ich mich, das noch einmal durchzugehen und hier auch einen guten Überblick zu schaffen. Warum? Weil das muss schnell prüfbar sein. Nicht? Also Sie haben hoffentlich ein Zitierprogramm verwendet, und am Schluss, dass ich, wenn ich das lese, schnell weiß, aha, welche Quelle wurde hier benutzt, und deswegen sozusagen saubere Verzeichnisse. Hier der Tipp, also einheitlich von Anfang an mit einem Programm, von Anfang auch Quellen, Tabellen, Abbildungen gut dokumentieren. Es ist immer schade, wenn ein Studierender sagt, ah, da habe ich so eine schöne Grafik, aber ich finde sie nicht mehr. Ja, ist schade. Von Anfang an wirklich gut dokumentieren, gut auch dorthin verweisen. Ja, und dann sozusagen haben Sie diese Arbeit fertig geschrieben, Sie haben das gut dokumentiert, und dann müssen Sie es beurteilen. Auch hier gibt es sozusagen, Entschuldigung, da war ich jetzt ein bisschen schnell. Auch hier gibt es auf der Homepage schon alle möglichen Informationen, die Sie brauchen, wie Sie es abgeben, wie das Einreichformular ist vorhanden, und auch die Erfassungsbestätigung kann man sich hier anschauen. Laut Text ist es so, dass die eingereichte Arbeit von der Betreuerin innerhalb von 6 Wochen ab Einreichung beurteilt werden muss. Das ist ein Schutz für Sie, dass Sie wissen, okay, nach 6 Wochen sollte das passiert sein. Das ist aber auch ein Schutz für uns, weil wir wissen, wenn ich das um 12 in der Nacht kriege und morgen soll es fertig sein, nein, ich habe 6 Wochen Zeit. Ja? Natürlich, wenn Sie gut in Kommunikation sind, dann kann man auch sagen,
wie schaut es mit den Kapazitäten aus, können Sie das dann und dann fertig haben. Das ist überhaupt kein Problem, aber generell sozusagen gibt es hier auch eine genannte Frist und natürlich tun Sie sich absprechen mit der Betreuerin. Das nächste ist die Defensio, also es muss ein Termin gewählt werden und dieser Termin muss 4 Wochen, bevor er stattfindet, gemeldet werden. Für diesen Termin müssen Sie Prüferinnen wählen. Wie gesagt, das ist sozusagen unsere Aufgabe, Sie bei der Wahl der Prüferinnen zu unterstützen. In der Regel ist das jemand, der sozusagen auch aus dem Fach ist und Ihnen auch wohlgesonnen ist. Sie müssen das präsentieren. Wenn Sie unsicher sind beim Präsentieren, üben Sie es vorher. Fragen, ob die, also ich tue mit meinen Diplomanden das sehr oft üben, auch wenn ich weiß, dass sie sich schwer tun mit dem Reden. Aber sozusagen bereiten Sie sich auf das auch vor. Es dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten mit Fragen. Und es wird auch ganz oft gefragt, was muss ich bei einer Defensio wissen? Themenrelevante Fragen zum fachlichen Umfeld der Diplomarbeit. Wenn Sie über Herzinfarkt schreiben, dann werden Sie sich sozusagen in der KHK, in der internen, in der Kardiologie auskennen, aber Sie werden keine Fragen kriegen über den Ultraschallabdomen. Ja? Gut. Und das Allerwichtigste ist, wenn Sie dann sozusagen zu Ihrer Defensio kommen, das ist das Ende eines sehr langen Wegs, nicht? Und in Wirklichkeit ist es wunderschön, wenn man das erleben darf, dass wieder ein Puzzlestück gefunden wurde an unserer Uni, dass Sie das geschafft haben und das soll Ihnen auch Spaß machen, nicht? Wenn Sie dort stehen und sagen, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht und aber wenn Sie sagen, ja, ich habe einen Teil dazu beigetragen und das ist sozusagen ganz eine wichtige Säule in Ihrer Ausbildung und Sie schließen das mit Freude ab, dann ist es auch ein sehr guter Eindruck, wo wir auch immer ganz glücklich sind. Gut. Haben Sie Fragen bis zu diesem Punkt? Nein, dann tue ich nochmal zusammenfassen. Also immer wieder sich überlegen, was ist das Ziel meiner Arbeit? Versuchen nicht den Weg zu verlieren, nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren. In sämtlichen Ratgebern steht drinnen, tun Sie täglich etwas für Ihre Diplomarbeit, PhD, Thesis, Habil, ist ganz wurscht was, nicht? Aber wenn man das wirklich macht und auch dokumentiert, was ist der nächste Schritt? Ja? Also man schließt die Arbeit, man hat wieder ein kleines Zeitfenster und sagt man, der nächste Schritt ist, mir das Statistikprogramm zu besorgen. Nicht? Also wenn Sie immer wieder so vorgehen, dann werden Sie diese kleinen Schritte lückenlos schaffen. Wenn Sie Ideen und Argumentationsstränge sammeln, ich finde das ist auch gut, wenn Sie jetzt in der Phase vom Projektplan, von der Projektstudie sind und Sie finden eine Studie und die schreibt das so gut, dass Ihnen das gefällt, nicht? Dann nehmen Sie es und tun Sie es gut dokumentieren, dass Sie das gefunden haben, nicht abschreiben, aber sozusagen, wo Sie sehen, aha, die haben das gut argumentiert, vielleicht könnte das ein Vorbild für mich sein. Die Quellen von Anfang an gut dokumentieren, das Protokollbuch, da kann ich gar nicht oft genug darauf hinweisen, Grafiken beschriften und verzeichnen und auch Vorsicht hier, wenn Sie eine sehr gute Grafik gefunden haben, die Sie gerne 1:1 übernehmen möchten, dann müssen Sie mit dem Eigentümer, mit der Eigentümerin Kontakt aufnehmen, um diese Arbeit, um diese Grafik auch verwenden zu können. In der Regel ist das der Verlag, den Sie hier um Einverständnis bitten müssen. Zeitmanagement, da sind Sie ja schon Expertinnen, aber trotzdem schauen Sie sich an, sozusagen nicht nur für den nächsten Block, sondern auch sozusagen ist ein Urlaub geplant, ist ein Auslandssemester geplant, all das nicht, müssen Sie auch in sozusagen der Wahl Ihrer Diplomarbeit mit einbeziehen. Die Projektstudie, hier jetzt wirklich noch einen Ehrgeiz entwickeln, nicht nur das möchte ich jetzt erledigen und dann ist der zweite Abschnitt abgeschlossen, sondern wirklich sagen, gut, dass, wenn das sauber ist, dann erspare ich mir irrsinnig viel vom dritten Abschnitt, wo Sie viel gefordert sein werden, nicht? Also das ist das KPJ, das sind Praktika, also es wird nicht weniger zeitlicher Aufwand. Auch die Kommunikation mit uns, mit der MedUni an sich, aber auch mit den Kooperationspartnerinnen, dass sie da immer wieder sich melden. Nicht oft ist es so, dass ich Mails kriege, es tut mir so leid, jetzt habe ich mich monatelang nicht gemeldet. Und ich denke mir schon, das muss eine irrsinnige Überwindung gewesen sein, mir dieses E-Mail zu schreiben. Wenn man immer wieder mal schreiben wird, ich mache jetzt gerade dies, ich mache jetzt gerade das, ich bin dahinter, dann ist es für uns auch schon eine wichtige Information. Updates einhalten und denken Sie auch sozusagen an die Zeit nach der Diplomarbeit. Es ist ganz wichtig, dass die Ergebnisse publiziert werden, dass sie eben auch wirklich allen zur Verfügung gestellt werden.
es gibt zahlreiche Preise oder Auszeichnungen, die man auch, wofür man auch die Diplomarbeit nutzen kann. Hören Sie sich um, vielleicht gibt es da etwas. Es ist sicher schön, wenn man ein Diplomarbeitsprojekt eben auch auszeichnen kann oder wenn sich aus einem Diplomarbeitsprojekt ein PhD, eine PhD-Arbeit ergibt. Insofern bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen und der Herr Professor Slabinger und ich stehen natürlich für Fragen auch per E-Mail zur Verfügung. Danke.